Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Wirkung einer Widerspruchsregel und der Spendenzahlen. Die gibt es nicht. Und das hier zu suggerieren, ist ein fatal falscher Ansatz. Wir sagen, die wir die Stärkung der Entscheidungsregelung einbringen. Wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben. Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben. Das ist die Grundlage von Solidarität, freiwillig, selbstbestimmt etwas zu geben. Und das ist auch das Menschenbild, das von unserem Grundgesetz geprägt wird, nämlich die Würde nicht zu verletzen über den Tod hinaus. Und alle Vergleiche mit zum Beispiel einer Obduktion verbieten sich hier, weil um eine Organspende handelt es sich nicht um den Körper eines Leichnams. Und wir wissen, und die Zahlen werden herangeführt, ja, in Spanien gibt es eine höhere Spendenzahl. Und selbst die DSO sagt, wir bekommen gar nicht alle Spenden oder Spendenbereitschaften gemeldet. Es liegt an den Strukturen. Und wir setzen auf dem Gesetz, das wir im April letzten Jahres verabschiedet haben, nämlich zu sagen, man muss den Menschen die Möglichkeit geben, im Laufe ihres Lebens sich unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Situationen mit dem Thema Organspende zu befassen. Und wir wollen, dass die Behörden sich da einbringen. Wir wollen, dass bei der Ersten-Hilfe-Kurs für den Führerschein das Thema thematisiert wird. Wir wollen, dass die Hausärzte die Möglichkeit bekommen, in ihren Sprechstunden mit einer Leistungshinterlegung alle 2 Jahre mit ihren Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen. Wir wollen aber nicht auf die Trägheit und den Unwillen von Menschen setzen, sich damit nicht zu befassen. Denn das schafft kein Vertrauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Spendenbereitschaft bedeutet, man hat ein Höchstmaß an Vertrauen in das, was da passiert, in die Ärztinnen und Ärzte, in die Menschen, die einen begleiten. Und da sage ich mal, auch das, was die Widerspruchslösung, und sie nennt sich ja doppelte Widerspruchslösung, suggeriert, ist nicht der Fall. Die Angehörigen haben kein Recht zu sagen Nein, sondern sie werden zu Zeugen degradiert. Und ich sag mal, ich nenne mal 2 Punkte, die in einem Kommentar von Heribert Prantl mich besonders beeindruckt haben. Das erste ist, Menschen sind nicht nur Individuen, sie sind Beziehungsmenschen. Sie stehen in Beziehung zueinander. Und wenn ich das außer Acht lasse, dass es hier auch Beziehungen gibt, Angehörige müssen mit dem, was da passiert ist, weiterleben. Egal wie. Und sie brauchen eine Möglichkeit, sich zu artikulieren, nicht als Zeugen aufzutreten, sondern entsprechend auch den Willen des Angehörigen zu verkörpern und nicht im Prinzip dazustehen als diejenigen, die nicht keinen Einfluss haben. Und das Zweite, was Heribert Prantl zu Recht anspricht, ist der ökonomische Aspekt dieser doppelten Widerspruchslösung. Menschen werden degradiert. Und die Würde des Menschen wird verletzt. Und das ist ein zentraler Punkt. Da müssen wir Nein sagen. Das geht nicht an dieser Stelle und an anderen Stellen übrigens auch nicht. Und von daher, wir werben dafür. Schauen Sie genau hin, wenn Sie es nicht schon getan haben. Gucken Sie auf dieses Gesetz, das genau dort ansetzt, wo alle Untersuchungen uns bestätigen.
Es geht darum, die Strukturen zu unterstützen, transparent zu machen, mit hohem Einsatz in den Kliniken arbeiten zu können. Um das geht es. Und den Menschen ihre Selbstbestimmung nicht zu nehmen. Vielen Dank.